So, herzlich willkommen zurück bei Flynn. Im letzten Part haben wir in Xylos Welt den Föhn da verdrängt und jetzt sind wir hier in Xylés Welt, wenn ich mich nicht irre. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe, also wird auch schon anders sein vom spieltechnisch her, wie ich mich so verausgebe. Aber ich denke mal, das wird schon klappen. Die Namen sollte ich auch noch auf die Reihe bekommen, also geht das schon. Und jetzt spielen wir das erste Mal mit Xylé. Xylés Fähigkeit ist es nicht zu singen oder sich an Wänden festzuhalten, sondern... Oh, Framerate-Einbruch. Sich in so eine Kugel reinzupacken und so rumzuspringen. Je länger er da drin in dieser Kugel ist, deswegen niedriger springt er. Ich hab's auch echt heute mit der Aussprache. Interessante Musik finde ich auch. Die passt extrem gut, finde ich. Und man kann auch dauerhaft springen, wenn man es will. Jetzt sollen wir wohl den Wandsprung oder so üben. Oder nein. Nicht Wandsprung, sondern sie zeigen uns, dass man jetzt auch hier das Ding jetzt betreten kann. Dieses korrupte Zeug. Also Xylé kann dem korrupten Zeug, wenn er nicht zu niedrig springt, auch sozusagen entkommen. Ach, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, hier alles einzusammeln. So, dann haben wir auch gleich einen Save Point. Oh Gott. Die Teile da oben möchte ich jetzt noch haben. Nein. Ach, egal. Das ist jetzt doof gelaufen. Ach, das sieht total toll aus, finde ich, mit dem Weißen im Hintergrund und jetzt wird's wieder dunkel. Ach. Irgendwie habe ich dieses Spiel auch schon ein bisschen vermisst. Das ist, glaube ich, ganze 3 Monate gewesen, die ich hier nicht gespielt habe, aber... Ja. Xylé. Ich bin mal gespannt, was alles so in seiner Welt passiert. Auf jeden Fall ist das Springen nicht gerade sehr einfach. Das kann ich sagen. Das wird schon ziemlich anstrengend werden für mich. Oh, nein. Ah, das war doof. Das war ganz doof. Das war super doof. Und das fällt mir jetzt erst auf. Ah. Gott, diese Welt wird so eine Herausforderung. Und hier geht's runter, das sieht man doch. So, habe ich das und jetzt geht's nach da oben. Und hier brauchen wir Xylo. Nein, Xyli. Das war Xyli. Xylo war der Grüne. Okay, gut. Ich wollte nochmal nachgucken, ob... Ah, da oben ist noch so einer dieser Kerne. Heute scheint es öfters wohl mal auch ein paar Frame-Einbrüche zu geben und dafür entschuldige ich mich, aber viel dagegen tun kann ich jetzt ja auch nicht. So, gibt's hier unten irgendwas? Nein, außer dem Tod gibt's hier unten nichts. Nein, man muss nicht. Ach. Ach du grüne Neune. Okay. Jetzt fängt das Spiel an, wirklich schwer zu werden. Oh. Und jetzt gehen wir zu dem Safe-Punkt. Hier, wo führt denn dieses Ding jetzt hin? Erstmal angucken. Ah, okay, weiter ohne das Teil würde ich ja auch nicht kommen. So. Hier und da. Das Teil auch noch und dann... Hüpfen wir hier ein bisschen durch die Gegend. Überall brauchen wir hier... Ah, da löst es sich schon auf. Das ist aber ziemlich oft heute mit den Frame-Einbrüchen. So war das. Okay. Ach, er kann ja auch fliegen. Jeder hier kann fliegen. Habe ich schon komplett vergessen.
Tops. Top. Nein, da will ich noch nicht hin. Ganz böse. Diese Welt ist echt schwer. Ich hoffe nicht, dass das noch viel schwerer wird. Ah, hab verstanden. Okay, das ist wieder ein bisschen anspruchsvoller. So, da haben wir es. Aber eigentlich würde ich noch mal ganz gerne hier mit Xylé spielen. Einfach aus dem Grund, weil es seine Welt ist. Wie ich es ja immer gerne mache am Ende. Und weiter geht's. Mal schauen, was uns in der nächsten Welt erwarten wird. Das Viech jetzt erinnert mich an irgendwas, aber ich kann nicht sagen, was es genau ist. Oh nein, nein, es ist ein... Stimmt ja, das ist ja... Das, was ich komplett vergessen habe in diesen Leveln, ist es ja immer so, dass... Ich sag mal derzeit gar nichts. Also wenn die Level jetzt viel zu schwer werden, dann werde ich das offscreen machen, das mit den die Typen hier holen. Dann muss ich das nicht, dann muss ich nicht die Sorge haben. Ich mache das offscreen. Dann ich möchte nämlich eigentlich alle retten, aber mir ist es derzeit zu doof, das hier Ja, genau das meine ich. Nein, das wollte ich ja nicht machen. Ich stelle mich gerade so doof an. Da. Hier. So. Und er wollte nicht springen. Los, kommt schon. Wenigstens haben wir einen Safe Point. Das wird verdammt schwer jetzt. Nein, da ist noch sowas, aber das ist jetzt eher nebensächlich. Safe Point. Den Tod habe ich jetzt nicht verstanden, weil ich eigentlich noch daneben war, aber ich darf man das ja noch nicht mal kratzen. Da habe ich losgelassen. Vielleicht darf man das noch nicht mal kratzen. Gott. Okay, da war ich zu doof. Ich glaube, es ist allgemein bekannt jetzt, dass ich diese Level nicht sonderlich mag. Aber ich glaube, ich habe mich so langsam an Xylé gewöhnt. Ich lasse immer am falschen Punkt los. Okay, da muss ich drauf. Gut. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja. Allgemeine Freude bei mir. Lass mich durch. Lass mich daran vorbei. Lass mich daran vorbei, bitte. Danke. Nein, ich werde nicht die Pussy-Variante nehmen.
Ich überspringe keine Level. Warte mal. Sehe ich da gerade... Sehr hilfreich, Spiel. Ernsthaft. Sehr hilfreich. Machst einen auf diese komischen Luftströme da, wo man lang surfen kann, aber dann ist es da doch nicht. Großes Dankeschön von mir. Jetzt kommt der lustige Teil. Ich glaube, ich sollte mal einen Kill-Counter einführen. Das ist, oder, nein, Death-Counter würde ich es wohl eher nennen. Ich hab's aber so langsam raus. Wer will da oben irgendwie immer nie? Jetzt darf ich bloß nicht runterfallen. Nein, 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 nein. Ganz, ganz böse. Ganz böse. Du sollst hier drauf stehen bleiben und dann nicht runter. Nein, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, nein, noch. Warum Spiel? Warum? Syli hat ja nie was getan. Und ich habe ja auch nie was getan. Warum tust du uns sowas an? Und warum er das jetzt als tot gewertet hat, kann ich auch nicht. Oder ich hatte eigentlich gedrückt gehabt, aber... Ich versuche das mal mit einem. Nein, so wird das auch nichts. Jetzt hat er sich schon wieder nicht in die Blase reingemacht. Wie ich diese. Hier kommt der Föhn-Level. Liebe. Ach, wenn er einmal am Ball gewesen ist, kann er nicht mehr. Ja, so geht. Ja. So geht's auch. Wie es mir das Spiel auch die ganze Zeit immer wieder andreht. Nein, ich will nicht. Ich bin ganz ehrlich zu doof dafür. Ich möchte mal den Kill-Counter am Ende sehen. Das ist... Dafür sollte ich das jetzt zu Ende spielen. Aber wir haben es ja so langsam. Oh Gott, das war echt Glück jetzt. So. Ich hoffe, man sieht es derzeit nicht, aber... Mein Google Chrome scheint gerade abgeschmiert zu sein und hat mich außerhalb des Bildschirms fokussiert und ja... Den Rest könnt ihr euch schon denken. Ich habe wieder einmal eine schlechte Ausrede, nein. Es wird wahrscheinlich auch gerade eben Schwarzbild gewesen sein, also denke ich mal, dass ihr das verstehen könnt und irgendwo nach irgendwo geht's. Hier, nein, da will ich nicht hin, das brauche ich nicht. Das ist echt nicht nötig. Habe ich es dann langsam?
Los, los, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Heilung. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Komm schon, geh da rein, 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 geh da. Geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Los, 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 los! Ich verstehe schon. Das hier ist der Hardcore-Teil. Aber irgendwie passt das zur Musik. Das war jetzt leicht unfair. Irgendwie passen die Sprünge extrem zur Musik, aber... Das tut mir so leid, dass ich dich nicht gerettet habe, aber es war ein bisschen zu viel des Guten. 26 Tode, oh Mann. Oh Mann. Dann würde ich erstmal sagen, dass wir uns beim nächsten Part sehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir beim Sterben zuzusehen, die ersten Eindrücke von Xyle zu bekommen. Das Spiel scheint gerade gecrushed zu sein, also... Oh nein, es funktioniert noch, ich habe bloß keine Frames derzeit. Keine Ahnung. Vielleicht sah das gerade ein bisschen strange für euch aus. Aber ich will beim Punkt bleiben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Kritik da, falls ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dann würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Mal bei Flynn wiedersehen.